allerliebste Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1 in der HD-Version. Also in einer gemotteten Version, wollte ich damit sagen. Ja, wir sind zurück zu Jill. Wir haben uns ja in der letzten Folge schon mal vorbereitet und werden heute weiter das Haus durchforsten. Und ich bin weiterhin noch mega gespannt drauf, was an der PC-Version anders ist. So, wir werden jetzt erstmal hier hochstiefeln. Ah, guck mal, da wartet schon einer auf uns. Ach, da auch. Angst, Munition zu verschießen. Nee, der lebt noch. Jetzt ist er aber down. Aber der andere, der kommt nochmal. So. Da hinten brauchen wir noch nicht hin. Wann steht denn hier ein Text? Statt da schon immer ein Text? Warum kann ich den nicht lesen? Ich weiß von nix. Alter, kostet mich Geld. Also Munition. Ich gehe erstmal hier rein, ich weiß, da hinten ist noch einer. Nothing, nothing, nothing. So, da haben wir auf jeden Fall ein Botanikbuch. Kurz und schmerzlos. Ihr habt doch die grünen Pflanzen gesehen in der letzten Folge, die ich aufgehoben habe. Ja, da steht halt was zu den Pflanzen drin, die wir noch in dem Spiel finden werden. Und ja, kurz und schmerzlos. Es gibt grüne Pflanzen, die heilen einen. Dann gibt es rote Pflanzen, die man mit einer grünen Pflanze mischen kann, um die Wirkung zu verstärken. Und dann gibt es noch blaue Pflanzen, die Gift heilen. Aber die grünen Pflanzen, also die müssen alle immer gemischt werden mit einer grünen Pflanze. Also wenn ich jetzt eine grüne Pflanze und eine blaue nehme, dann habe ich quasi eine Entgiftung. Und wenn ich eine grüne und eine rote Pflanze nehme, dann habe ich halt eine stärkere Wirkung. Ja. Mehr muss man da nicht wissen, Ladies and Gentlemen. So, dann können wir auch gleich mal hier die Tür aufmachen. Und dann sind wir hier wieder. Aber dann haben wir schon mal einen Durchgang. So, und dann können wir erstmal den anderen Zombie da fertig machen. Gucken, wo der ist. Und den nicht in die Arme laufen. Da ist er. Wunderbar. Auf jeden Fall nochmal auf. Voll gelangweilt, da liegt ein Zombie, aber ja, ist ja nichts, wa? Also ich persönlich, mir würde es ja am Bein runterlaufen. So, ich gehe mal davon aus, das war's. So, hier sind wir gekommen von hier. Hier komme ich noch nicht rein. Hier komme ich auch noch nicht rein.
Harry! Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Vielen Dank, Barry. Ja, zur Übersetzung, also was wir eigentlich auch schon selber festgestellt haben, dass hier das Haus überall mit so einen Zombies und so, bla bla bla, dass das Haus halt gefährlich ist und ja, dass er eine Waffe für uns gefunden hat und ja, sie hat aber gefragt, was mit ihm ist und dann hat er mit seinem Magnum hochgehalten und gesagt, nein, ich habe das, ich brauche die Waffe nicht und deswegen hat er uns hier Munition gegeben für eine Bazooka, die wir gleich finden werden. Und zwar lag die doch hier. Das ist Forrest vom Bravo-Team und er wurde von Krähen zerhackt. Hau ab da! Nimm die Waffe! Nimm doch! Alter, da wartet die noch! Jetzt aber ganz schnell weg hier! Hau ab! Oh, lass mich... Aha! Ja, Blut von Forrest. Oh Gott! Ja, früher war das ein verdammt gruseliges Spiel. Heute ist das wahrscheinlich für euch Kinderkacke. Aber damals gab es nicht viele Horrorspiele. Das war, glaube ich, das erste Horrorspiel. Mit Alone in the Dark. Obwohl Alone in the Dark, glaube ich, mehr so Abenteuerhorror ist. Ja, das war so das erste mit Mortal Kombat, so wo blutiges Spiel. Damals gab es nicht viele Gewaltspiele oder Horrorspiele. So. Naja, ich mach die gleich tot. Die nächste. Tod ist tot. Hab ich wenigstens meine Ruhe. Nein, nicht den. Wow. Aber cool, dass wir Auto-Aim drin haben. Das war in der PlayStation-Version nicht. Aber ich glaube, das liegt auch an der Mod. Ganz praktisch, dann weiß man immer, ob da hinten was ist oder nicht ist. So, und jetzt können wir hier in Ruhe die Statue verschieben, ohne dass mir so ein Cornflakes-Banden-Zombie auf den Sack geht. So ein Knister, Knaster, Knuster kommt. Schöner Raum. Voll, wie
Sag mal. Oh! Oh Gott sei Dank, Kotzer. Keiner, der beißt. Und der ist tot. Ich wollte gerade sagen, sehr atmosphärischer Raum. Der ist auch down. Das sieht man immer an der Blutspur. So, ich muss aber unbedingt mal nachladen. Wow, ich hab kaum noch Moon. Das ist bestimmt auch einer wieder von der Rasselbande, von der Knusperbande. Ja, zwei! Fick dich! Ich glaube, ich erlaube mir jetzt mal einen Spaß. Weil wenn der da zu nah an der Tür ist, das wäre ein bisschen zu nah. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen nubig, aber es ist mir sowas von egal. Energie ist hier... Wenn ich so viel Energie verliere... So. Das hat doch gut geklappt. Wo ist der? Ach, da kommt er. Okay, wunderbar. Das war mir jetzt ein bisschen zu gefährlich, die Situation. Ja, wie viel denn noch, Mann? Och, Mann, du bist doch scheiße, du Stinker. Hab dir schon den Arm abgeschossen, Alter. Was ist denn da los, Alter? Boah, schon wieder so viel, ey. Das ist doch kacke. Mann, Alter, ich scheiß doch die Energie nicht, ey. Oh, Mistviecher, ey. Genau das wollte ich vermeiden, ja. Ja, ich speichere nochmal. Ich werd alt. Ich werd alt. Früher hätte ich euch das Spiel durchgespielt, ohne einmal getroffen zu werden. Nee. Aber ist für euch interessanter, ihr habt ein bisschen was zu lachen, wäre ja auch langweilig, wenn ich hier einfach nur so durchquatsche, oder? Brauche ich nicht. Ich glaube, hier kommt auch gleich eine richtig, richtig miese Stelle. Deswegen habe ich auch die Bazooka mitgenommen. Da ist noch einer, Mann! Ihr seid mir zu viele. Da habe ich ihm wieder einen Arm abgeschossen. Das sieht man doch, glaube ich, auch nicht in der PlayStation-Version. Lebt der noch? Okay. Ich bin für alles vorbereitet. Ach, hier komme ich noch gar nicht rein. Dann brauche ich das ja doch nicht. Mann, wie viele kommen hier noch? Ey. Warum stirbst du nicht? Jetzt aber. So, oh, hier gibt es aber erstmal Heilung. So, und hier können wir auch das Gift verwenden. Oh, Heilung für alle.
Da sag ich doch nicht nein. Hoffe, die reichen erstmal eine Weile. Bei meinem Verbrauch halte ich das ja für ein Gerücht. So, einmal kombinieren. Wieder ein bisschen Heilung. Gott sei Dank. So, hier in dem Raum sind wir fertig. Ich glaube, hier ist noch ein Zombie. Hallo! Hey. Ich euch mal den Arm abschieße. So, wir sind leer geballert. Hier brauche ich noch nicht rein. So, hier haben wir Moon. Das ist sehr schön. Nehme ich selbstverständlich mit. Nichts Spezielles. Ah, nämlich hier war die fiese Stelle, aber ich bin... Ah! Nö, nicht mit mir. Das hat er sich so gedacht. Ah, nicht mit mir, du Arschbacke. Ja, wer es lesen will, so gut ist mein Englisch dann auch nicht. Drückt dann einfach Pause. So, dann haben wir das auch erledigt. Die waren wir am Anfang schon. So, hier haben wir noch ein... Ah, falsche Richtung. Noch einen Schrank, den wir verschieben können. Und da haben wir ein... Music Score. Hau ab, blöde Fliege. Das benutzen wir doch gleich mal, das Music Score. Hier ist nämlich ein Piano. Und jetzt kommt eine der... schönsten Stellen in Resident Evil.
Ja, und da hat sich ein Raum geöffnet. Geil ist das denn? Ja, guck mal, was wir da haben. Hier ist nämlich auch wieder eine Falle. Aber Christian hat ja vorgedacht. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr raus. Denkt man sich jetzt aber. Ich habe ja ein Duplikat. Ein gefälschtes. So. Und jetzt kriegen wir nämlich unseren ersten Key, Ladies and Gentlemen. So, mal gucken, ob ich das noch verpackt bekomme in die Folge. Aber wenn ich mich ein bisschen beeile, dann wird das auch fuchsenuckeln. Ah, hier habe ich was vergessen. Wir müssen ja hier rein. Mann, wir müssen ja hier rein. So. Ihr erinnert euch? Hier am Anfang? So, und dann haben wir ja hier auch die Statue runtergeschmissen. Juwel, ist nochmal mit. Oh, ich muss mich unbedingt an die Lenkung gewöhnen. So, takes this key. Meinen ersten Schlüssel, den nehmen wir natürlich mit. Und dann können wir hier nochmal zurück, kurz. Ja, und jetzt sind ja auch alle Zombies weg. Jetzt ist das um einiges angenehmer hier. Ist mir auch ganz recht, weil ich nicht mehr so viel Munition habe. Für die Handpistole. Meine gute Munition will ich ja noch nicht verschießen. So, was haben wir denn hier? Will you take Wildcrest? Ja, bitte. Ein Windwappen. Cool gemacht für damals. Aber wer denkt sich sowas aus, ja? So eine Räume. Aber es macht ja auch Sinn, weil sie ja auch was verstecken, ja? Oder was tarnen, weißt du? Und das wäre blöd, wenn da jeder hin kann. Ach, hier komme ich immer noch nicht rein, okay. Ja, dann würde ich dann vielleicht doch erstmal hier beenden wollen. Und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich hatte eigentlich das jetzt ein bisschen anders in Erinnerung, aber egal. So, das erstmal weg. Das erstmal weg, Platz schaffen. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Den Schlüssel brauchen wir aber echt. War noch nicht fertig. So, nochmal kurz abspeichern, weil ich ein kleines Päuschen machen möchte. Ja, eine Sicherheitskopie kann ja nicht schaden. Gut, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt. Würde ich mich mega freuen. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.